Hallo und herzlich willkommen zu uns für Let's Play Elder Scrolls Online, die dunkle Brüderschaft. So, heute machen wir Kontrakt Quatsch. Heißt nach Quatsch. So. Wir sind auch schon direkt nach Quatsch gereist hier. Tötet Nesul Maven. Wo ist er denn? Da vorne. Kann ich eigentlich direkt hier lang gehen? Und dann töten wir den mal eben. Die besten Waren weit und breit. Die haben wir halt irgendwo drin, oder was? Ich bin gespannt. Entdeckt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil hier ein anderer Spieler war. Irgendwo wurde gerade die Leidensklinge eingesetzt. Ich weiß nur gar nicht, wo der Typ hingelaufen ist. Oh, ich habe es erfolgreich wieder rausgeschafft. Ein Traum. Ich werde das noch schon schaffen. Oh, da vorne ist der. Ich flehe euch an. Komme ich da am besten hin? Nee. Muss ich hier wieder ganz Altar? Hä? Okay, das ergibt keinen Sinn. Irgendwie ergibt das ja das gerade. Jemand wird das aufwischen müssen. Wache! Es gibt eine böse, verborgene Verderbnis in Quatsch. Es heißt wirklich Quatsch, okay. Hä? Irgendwas ist hier passiert, dass ich da nicht mehr hinkomme, oder was? Das Gefühl. Jetzt hat die Person aus dem Auge verloren. Okay. Moin. Ich weiß nicht, wo die ist. Alter, das Labyrinth hier, ne? Arsch mich doch. Arschen bin ich doch gerade richtig hier, Alter. Vorne sehe ich die Person hier zumindest auf in meiner Sicht, aber ich komme nicht hin. Oh. Okay. Mann! Diese Schurken sind Feiglinge, die sich in den Schatten verstecken. Warum kann ich die jetzt nicht angreifen? Wahrscheinlich muss er viel unentdeckt sein, oder? Ich
Ich hab nichts gemacht. Das war jetzt doch einfach. Das ging fix. Sie sind zahnlose Drachen, machtlos, voller Angst. War nicht mal ein Labyrinth drinne und ich würde die ganze Zeit durch voll behindert. Ja. So, das ist das Zeichen für den Freistaat, dass wir das sagen, hier haben wir jetzt noch was in der Hand. Gehen wir mal wieder direkt zurück. Das war jetzt auch irgendwie einfach. Also das Töten war nicht so einfach, aber das Töten war einfach warten, weil eigentlich hat die mich entdeckt, aber die macht halt nichts, ne? Sobald ich sie nicht so angreife. Die weiß mir nicht, was sie von der will wahrscheinlich. Okay, oh, guck mal, ich habe hier nochmal ein Buch. Hab ich gelesen. Wie ich sehe, seid ihr zurück. Wie könnte ich das auch nicht? Ihr steht mir im Licht. Dann erzählt mir mal, wie erging es euch? Ich habe meinen ersten Kontrakt erfüllt. Alle Achtung. Aber lasst euch euren Erfolg nicht zu schnell zu Kopf steigen. Das war ein ziemlich einfacher Kontrakt, mit dem ihr da angefangen habt. Das stimmt. Kommt zurück, wenn ihr bereit für mehr seid. Aber denkt daran, wenn der Sprecher oder die Matrone euch einen Auftrag geben, hat das stets Vorrang. Sprecher, Matrone, wichtiger als du. Alles klar, habe ich verstanden. Oh, 10 Punkte in dunkle Bruderschaft bekommen. Nice. Kann den Dolch nehmen? Theoretisch. Oder ich nehme den. 1, 2, 7, 6. Ja, ich nehme den. Soll ja eigentlich auch ein Zweihänder tragen. Komischerweise, ich weiß, das passt nicht zum Assassine, aber ist hier so gegeben. Zwecks der Skills, die ich noch habe. So. Kann ich zuhören. Hinterhalt muss ich skillen. Waffe. Nice. Okay. Siehst du, jetzt habe ich mich hier immer die Dailies. Was ist das hier? Notiz von Astara. Ist das jetzt so die weitere Quest für die Bruderschaft eigentlich? Oh, kurz. Warte auf. Ja. Warte, nee, ich mach das noch in dem Fall. Quest. Initiant, es hat sich eine Widrigkeit im Quatsch ergeben, die unsere sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Sucht mich in der Freistadt auf, dann gebe ich euch weitere Anweisungen. Astara. Sollte Astara in der Freistadt der dunklen Bruderschaft sprechen. Siste, geht hier sofort weiter. Aber das alles in der nächsten Folge, das bis dann. Schurio. Liebste Mutter, schickt mir euer Kind. Denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Dies ist das schwarze Sakrament, Eingeweihter. Ein Vertrag, der nach Mord verlangt. Geht nun, Assassine. Führt eure Klinge in die Nacht. Eure Dienste werden belohnt werden.
Denn der Tod ist unser Geschäft. Willkommen, Eingeweihter, in der dunklen Bruderschaft. Wisset dies, in Tamriel ist niemand sicher. Besonders nicht vor uns.